Alright, Leute, willkommen zurück zu Reactions. Wir reagieren heute for gamers in Wir reagieren diese heute Woche mal auf wird es endlich soweit sein, Freunde. Weihnachten steht vor der Tür und in Fortnite steht das große erste Fortnite-Update zu der Season 5 vor der Tür, nämlich mit dem großen Winterfest-Update. Und ich sag euch ehrlich, Leute, haltet euch am besten fest, was es da alles Neues geben wird. Unter anderem sage ich mal so viel. Der erste Trailer wurde bereits rausgehauen und diesem Trailer, der geleakt worden ist, kann man unter anderem sehen, dass wahrscheinlich extra zu Weihnachtszeit die Flugzeuge wieder zurück ins Spiel reinkommen werden. Ey, ja. Leute, das würde ich extrem feiern. Es gibt viele kostenlose Belohnungen und extrem viele neue Sachen, die uns erwarten werden, Freunde. Alle Infos gibt's in diesem Video. Falls ihr noch auf den Kanal seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da und Ehrenmänner, komm. Leute, gönnt euch Trang im Itemshop als Superlock Creator. Stand ich ein. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und diese Woche ist es ja soweit. Der erste Patch 15.10 wird erscheinen. Wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch. Da wisst ihr ja immer, dass Fortnite da immer ein bisschen spontan ist, was die Updates anbelangt, wann sie die raushauen. Ich gehe davon aus, allerspätestens Mittwoch, vielleicht, wenn wir Glück haben, auch schon morgen. Und da wird es dann unter anderem nicht das große Halo-Update geben, nämlich es wird was Neues geben. Das Halo-Update kam lustigerweise jetzt schon am Wochenende. Mit dem Halo-Update gab es ja dieses komplette Master Chief-Set mit dem neuen Quad-Emote etc. etc. Und es gab auch eine neue Map. Aber diese neue Map, Leute, ich habe mir das irgendwie alles ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Und zwar das Ganze gab es leider nur im Creative-Modus. Ich werde euch mal hier die Map einblenden. Das ist quasi so ein Red versus... Hallo? Ich glaube, ich spinne. Ah, da will sein Kollege ihn rächen oder was? Ja, brauchst gar nicht abhauen, Kollege. Komm mal her. Ja, hochgenommen. Situation easy geklärt. Oha! Lol, er hat wirklich sich die exotische Waffe geholt. Lol, 1250 Gold, Leute, für Umme bekommen. Ich sag euch ehrlich, die Waffe ist unterschätzt. Das ist wirklich eine kranke Waffe, weil die macht auf Distanz extrem zuverlässig guten Schaden. Und ihr könnt auch die Leute damit extrem gut sehen. Also ich sag euch ehrlich, meist unterschätzte Waffe überhaupt. Aber für umsonst nehmen wir sie natürlich gerne mit und werde ich sie auch gerne spielen. Die neue Map ist jetzt auch verfügbar. Die Halo-Map werde ich euch mal hier im Bild einblenden. Das ist der Red versus Blue-Modus. Ist quasi nur im Creative. Ich habe mir das irgendwie alles ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Aber das Halo-Update, ja, ist dann jetzt schon erschienen. Wenn es nicht so groß ist, aber die nächste große Ankündigung gab es bei den Game Awards. Die war nämlich gewesen und Fortnite hat auch schon im Vorfeld gesagt, dass sie zu diesen Game Awards eine riesengroße Ankündigung raushauen werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die Ankündigung war jetzt nicht ganz so krass gewesen, wie man sich vorgestellt hat, aber war auch nicht schlecht. Und zwar wird es eine Kooperation zwischen Fortnite und The Walking Dead geben, Alter. Ich denke mal, da draußen gibt es einige The Walking Dead-Fans und ich werde euch mal hier den Trailer einblenden, der zu dieser Kooperation veröffentlicht worden ist. Und guckt euch das mal an hier. Wer Walking Dead nicht gesehen hat, hat was verpasst, ey. Ich denke mal, ihr werdet jetzt gerade alle den Trailer gesehen haben. Sieht meiner Meinung nach sehr, sehr nice aus. Wir sehen da, dass nur Zombie-Horde die beiden Hauptprotagonisten angreift. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, Leute. Ich bin jetzt auch nicht, also ich habe zwar Walking Dead geguckt, aber ich kenne ja jetzt nicht alle Namen auswendig. Das sind auf jeden Fall zwei nice Skins, aber was wichtig ist, was hier zu sehen ist, Leute, es wird erstmal wieder ein zweites Schwert geben, was die Frau haben wird als Pickaxe. Zusätzlich wird der Mann ein Doppeldolch haben, also so eine Doppeltmesser. Als Pickaxe finde ich auch geil. Haben wir so mit dem Style auch noch nicht gesehen. Finde ich auch sehr interessant. Und es wird wahrscheinlich als exotische Waffe den Crossbow geben, Leute. Krass. Wahrscheinlich wird dieser Crossbow entweder mehr Schaden machen oder er wird einfach irgendeine Special-Funktion haben. Jedenfalls geht man davon aus, Epic Games zeigt selten irgendwelche Sachen, die irgendwie nichts mit Fortnite zu tun haben. Deswegen könnte es sein, dass der Crossbow zurückkommt. Einige Theorien lauten auch noch, dass wir eventuell wieder Zombies bekommen werden mit einem kurzen The Walking Dead Event über ein paar Tage. Könnte sein, muss aber nicht. Aber was wir definitiv bekommen werden, Leute, am 16.12., ich glaube in Deutschland, zur deutschen Zeit müsste das der 15.12. sein, wird es diese Skins im Itemshop geben und ihr könnt euch die kaufen und dann wird halt alles so im Walking Dead Style sein. Das Problem ist halt immer mit den Skins, wann die dann im Itemshop ist, wegen der
Zeitverschiebung, also entweder 15., 16. oder 17., müsste man sich jetzt ausrechnen, aber ich weiß jetzt auch nicht, welche Zeitzone Epic Games da immer angibt. Dann, Freunde, war es das nicht gewesen. Und zwar, es gibt ja, habe ich euch darüber informiert, das Reboot a Friend Feature. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, und zwar, Fortnite hat ein neues Programm ins Leben gerufen, wo ihr euch kostenlose Gegenstände sichern könnt. Der ein oder andere Schnäppchenjäger wird da jetzt wahrscheinlich wieder... Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde die Waffen nice, aber die Sandhaufen zu treffen ist halt auch irgendwie gefühlt unmöglich, ne? Da gibt's jetzt nämlich, wenn ihr irgendeinen Freund, der mal Fortnite gespielt habt, wieder zurückholt, kriegt ihr wirklich kostenlose Belohnungen. Kein Scherz, Leute. Die Webseite ist jetzt auch online gegangen. Das ist noch so eine Beta-Variante. Ihr könnt euch eine Musik freischalten, eine Waffentarnung freischalten, eine Pickaxe, ein Emote und vieles mehr, Leute. Werde ich euch hier mal alles einblenden. Das Einzige, was man dann quasi machen muss mit dem Freund, der lange kein Fortnite gespielt hat, müsst ihr einfach... Müsst ihr einfach... auf entspannt Matches zusammen zocken. Ich werde euch mal hier die Übersicht einblenden. Finde ich meiner Meinung nach eine sehr coole Sache, dass Fortnite jetzt, wie gesagt, auch Leute nochmal ins Spiel reinbringen will. Boah, die Waffe ist schon krank, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, Medkit ist verboten. Überleg mal, das ist so ein bisschen, also noch krasser fast wie Warlock. Ich kann einfach durch die Wand gucken, wenn die noch nicht fertig gebaut ist und sehe einfach, was der macht. Das ist schon sehr strange. Wie gesagt, das Reboot-Programm ist aber aktuell noch in der Beta drinne. Aber finde ich eine gute Sache, wenn man da sagt, okay, gut, seine Freunde sollen da wieder zurückkommen. Dann in den Datenfiles wurde was extrem Nices geändert, was jetzt auch zum Winterfest wahrscheinlich kommen wird. Und zwar das erste Element, was wir in Fortnite bekommen haben, war Feuer gewesen. Das quasi, also Wasser ist ja sowieso drin, aber dass quasi Feuer irgendwie Gebäude anfängt zu brennen, etc., etc. Und das nächste Element, was irgendwie nutzbar werden soll in irgendwelchen Items oder als Sache, wird Eis werden. Dass man zum Beispiel mit Eis Feuer löschen kann, wird wahrscheinlich jetzt auch mit dem 15.1.0 Update aufgespielt. Wir haben ja auch schon die neue exotischen Waffen gesehen, die reinkommen werden. Unter anderem diese Eis-SMG, die Leute in Eis verwandeln wird. Vielleicht kann diese SMG dann auch irgendwie Feuer ablöschen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Später wird dann wahrscheinlich noch Elektrizität dazukommen. Also hier wird uns auf jeden Fall einiges erwarten. Eigentlich hätte der Schuss getroffen. Was ich an der Waffe halt echt liebe, ich sag euch ehrlich... Oh, guter Damage. Easy. Bro. Wer denn hier? Ich sag euch, ich finde das ja mit dem Sand und so cool, ne? Man hört einfach teilweise die Leute nicht, die aus dem Sand rauskommen. Das ist ein sehr, sehr großes Problem, meiner Meinung nach. Und dann wird man einfach von hinten überrascht und zack, war es das mit der Runde gewesen. Aber Situation gut gemeistert. Wo waren wir stehen geblieben? Winterfest waren wir stehen geblieben, Leute. Und zwar, Winterfest gab es jetzt einen neuen Trailer. Ich glaube, da war mal stehen geblieben. Ja, ich glaube, Winterfest, Leute, neuer Trailer wurde veröffentlicht. Ich werde euch mal hier den Trailer einblenden. Das ist ein geleakter Trailer. Der wurde noch nicht öffentlich, offiziell von Fortnite geteilt. Hat irgendjemand wieder aus Versehen geleakt. Ihr wisst Bescheid, Leute. Passiert ja ab und zu mal bei Fortnite. Werde ich euch mal einblenden. Hey, Lust, was Cooles zu zocken? Ich auf jeden Fall. Ich war ewig nicht mehr draußen. Und ich finde sehr gut bei dem Trailer, wenn wir mal hier auf dem letzten Bild Stopp machen, können wir nämlich sehen, einmal die Flugzeuge. Und wieso sollten die Flugzeuge da zu sehen sein? Sagt mal ehrlich, die Flugzeuge kommen doch safe zurück. Dann ist die wird da gesprochen von 9 Legendary Supply Drops, die wir bekommen werden.
sage ich euch ganz ehrlich, sieht danach aus, also ich bin mir relativ sicher, dass es wieder kostenlose Skins geben wird zum Winterfest, die wir uns durch Challenges freischalten können. Und wir können auf diesem Bild einen neuen Skin sehen, und zwar eine Zuckerstange, die wir zu, denk mal, zu 95% safe im Itemshop erhalten werden. Finde ich auch meiner Meinung nach eine sehr, sehr geile Sache. Und wir werden natürlich, Leute, das ist eigentlich schon oldschool und ist auch eigentlich gar nicht mehr die Rede wert, und zwar den Schneeballwerfer werden wir auch wieder zurückbekommen. Könnte sein, dass dann wieder für kurze Zeit der Granatenwerfer im Spiel von Fortnite back in the business ist. Würde ich auch extrem feiern, Leute. Ich vermisse auch immer so ein bisschen den Granatenwerfer, ne? Das ist einfach ein geiles Item. Ich werde mir hier, glaube ich, rechts lang gehen. Das ist doch ein bisschen besser. Wann wird Winterfest stattfinden, Leute? Kann ich euch diese Woche wahrscheinlich genauere Infos geben, weil ja das Update jetzt erst diese Woche auf dem Server aufgespielt worden ist. Alles andere wäre jetzt Spekulation. Und das meine ich mit der Waffe, Leute. Die macht 88er Headshots, 44er Normal Damage. Bro, da ist mal schnell 150 Leben weg, wa? Wenn ich die nicht getroffen habe, wundert mich ein bisschen. Da ist auch noch einer. Müssen wir mal zusehen, Leute. Ich liebe diese Waffe. Guckt euch das an. Sag mir, wie du mir einen 44er so safe gesetzt hättest. Mit welcher Waffe? Mit gar keiner. Das ist ein bisschen scheiße. So gesehen hat, der ist auf jeden Fall low. Nicht mit mir, Kollege. Oh. Erstmal finishen. Stand die Muck auf. Ah. Bisschen Pressure haben wir hier. Die nicht leben, Leute. Das ist mir mit den aktuellen Tags, ist mir das immer nix. Bist du auch mal schnell down. Na, jetzt komm noch raus. Ja, freue ich mich auf jeden Fall, Leute. Auf dem Winter wird extrem nice werden in Fortnite. So wie immer eigentlich. Der Nerv. Hä? Nein, ey. Oh mein Gott. Gott. Das war aber schon ja knapp gewesen. Oh, das ist auch ordentlich Rambazamba. Dann wird es jetzt auch ein Special geben. Und zwar dieses Jahr wird es wieder zu Weihnachten. Das ist schon mal eine geisteskranke Sache meiner Meinung nach. Und zwar für die PC-Spieler wird das jetzt interessant sein. Es gibt wieder im Epic Games Store 15 Tage lang, ich glaube, das startet jetzt irgendwann nächste Woche, da wird es wieder 15 Tage lang jeden Tag ein Spiel gratis geben. Also das finde ich, Leute, da muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ey, Leute, wenn da Cyberpunk kommt, ich werde es mir holen. Das Spiel behaltet ihr auf Lebenszeit. Ihr müsst euch das Spiel nur downloaden und dann habt ihr das schon. Ist wieder so eine Aktion vom Epic Games Store, finde ich eine richtig geile Sache. Kann man sagen, was man will. Wenn Cyberpunk ist, ich aber das ist wirklich immer sehr, sehr krank. Dann habt ihr ja wahrscheinlich am Wochenende, wenn ihr die Videos geguckt habt, aufgepasst. Und zwar, ihr konntet euch eine kostenlose Belohnung freischalten. Ich leider nicht. Ey, Bro. Ey, diese Geräusche hier von diesem Stronghold, das ist echt immer ein bisschen creepy. Aber Aim ist auch wieder on fleek, schade. Da gab es nämlich ein kostenloses Spray, was ihr euch beim Frosty Frenzy Cup freischalten konntet. Und jetzt haltet euch fest, Leute, das Spray werdet ihr mit dem nächsten Update erhalten. Hat Fortnite nochmal geschrieben. Also Leute, falls ihr das Spray noch nicht habt, keine Panik, auf der Titanic, würde es dann geben mit dem
nächsten Update. Freue ich mich schon drauf. Also das Update wird wirklich groß. Es könnte auch sein, ich denke mal, dieses Jahr wird Fortnite wieder in die Winterpause gehen. Deswegen ist wahrscheinlich auch der Patch, den wir jetzt bekommen werden diese Woche, ein wirklich geisteskranker, Leute, mit auch sehr, sehr vielen Sachen, mit denen wir wahrscheinlich gar nicht gerechnet haben werden. Was wieder vielen frischen Wind in Fortnite reinbringen wird. Und ich habe immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, Leute, dass es dieses Jahr Schnee in Fortnite geben wird. Ich believe immer noch dran, ne? Weil die Community hat das extrem gefeiert und das Feature wurde auch, glaube ich, letztes Jahr erst das erste Mal hinzugefügt, so wirklich. Ja, die müssen eh mit der Zone reinkommen. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, da können wir hier ein bisschen auf Rentner jetzt machen. Einfach schön abcampen, so wie es sein soll. Ich weiß auch nicht, warum, Leute. Ihr seht, ich habe nur 124 Gold. Ich habe einfach mein ganzes Gold verloren. Ich hatte kein Gold für irgendwas ausgegeben, aber ich habe das Gefühl, dass das manchmal mit dem Gold noch rumbackt. Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ob euch auch schon passiert ist, dass einfach das Gold weg gewesen ist. Ja, das Gold war auch weg. Das war aber bei mir in der nächsten Runde wieder da. Besonders auch, wo ich die exotischen... Ey, Digga, Werbung. Haut ab. Waffenvideos hochgeladen habe, ist mir zwei, dreimal passiert, dass mein ganzes Gold, 2000 Gold, einfach weg gewesen sind. Richtig strange. Eklig. Der arme Alter. Shani hat ihn gehopst. Es tut mir leid. Tut mir leid, kleine Biene, dass ich so eklig abgekämmt habe. Aber so ist das halt. Wer da reinrennt. Du hast keine Mats halt mehr, Shani. Er achtet nicht mehr drauf, dass er keine Mats mehr hat. Sind das Bots oder sind das Spieler? Ich kann keine Mats mehr sagen. Keine Mats mehr. Schön, dass dir das auffällt. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, die Tag macht auch manchmal so einen komischen Damage, ne? Komm schon, die Klappe. Manchmal macht die 25er, manchmal macht die 3000er Schaden. Also, das ist auch immer wieder lächerlich. Hier kann man sich auch gut verstecken, ne? Ich finde das immer nice, dass man mit der Waffe einfach so alles abscannen kann und gucken kann, wo die Gegner sind. So, einer lebt noch, Leute. Zwar keine High-Kill-Round heute, aber es ist halt auch nicht wieder Runde High-Kill-Round. Jetzt stand die down. Jo, gut, Leute. Da müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Offroad fahren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Stand hier eintragen als Supporter-Creator. Danke für den Support. Ich küsse eure Augen. Tschüss mit direkt erstmal. Jo Leute, was geht ab? Über am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Versuche nicht zu lachen Challenge hier auf meinem Kanal. Heute wieder zusammen mit Darren G. Was geht? Hallo? Bruh. Hallo? Was geht bei dem Schief? Wow! Das ist ein Special Effekt! Ja, auf jeden Fall, Leute, versucht nicht zu lachen. Ihr seht es am Titel. Ich hab mit Alter, was mache ich hier, Alter? Ja, was machst du da? Kannst du nicht in der Folge normal sagen? Jo, mir was fallen geht? Einfach keine Sachen mehr ein, Mann! Du kannst doch ganz normal Hallo sagen! Ich hab mich gerade mit Wasser einfach ins Gesicht geworfen. Ich bin voll nass! Ja. Du sagst das auch immer jeden Abend. Perfekt. Den Fritze. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht schon am Titel. Wir machen heute Versuche nicht zu lachen, ansonsten müssen wir uns selber anzünden. Und ich würde sagen, wir fangen an. Bist bereit? Aha. 3, 2, 1, go. Oh, Bruder. Hier ist sauber. Junge, das Video geht los, Mann. Die ganze Faust. Und er macht einfach... Digga. Ist lit. Beste. Yo! Ja! Eine Mikrowelle, diese an! Niemals! Digga. Hallo. Was ist das? Gulaschsuppe? Mann, oh nein! Was? Oh Gott! Yo! Ich glaub, die ist kaputt, oder? Ich glaub, die ist kaputt. Oh. Alter. Oh. Jo. Jetzt kommt die in die Kamera so gesprungen. In die Kamera, safe. Das ist wie wenn du Sport machst. Hello, darkness, my old friend. Der Arme.
Aber tut das einer Schildkröte weh, nee, oder? Lol. Ey, Digga, ich muss sagen, das hat richtig gut getan, dass ich mir dieses Wasser ins Gesicht gehauen hab, ne? Ich bin jetzt richtig wach, so. Wer hat gefragt? Boah, der Arme. Was? No. Was ist mit dem? Hat er einfach ins Eis gegriffen? Ich weiß ja, der wird so mit Hand rein. Ja. Ehrenmann, ja, moin. Ey! Niemals. Interessiert meine niemanden wieder? Als ist es echt. Alter, wie gut! Was? Ja, irgendwann. Jetzt nur noch einer. Bro. Das erinnert mich an gestern Nacht. Hey, warum? Weil es auf dieser Platte stand, ist zum Abnehmen, die so vibriert, oder was? Genau, mein ganzes. Mein kleines Bastard, ich nimm dich auseinander noch. Warte ab. Digga, gar nichts machst du. Hä? Ach, die hat Wii gespielt. Denkt sie also, was ganz. Alter. Ich feier so welche Dinger, Mann. Die ist so Mensch für das Sound. So fühle ich mich immer, wenn ich Subs vorlese. Ja, Mann! Geil. Alter, der Arme. Das ist eine Ente. Yo. Yo! Alter! Tschüss! Sie kämpft man doch schon. Ey, das war legit. Oh nein! Und da fliegt's runter. Nein. Aua. Ah! Ist eine Bowlingkugel? Wo ist eine Bowling? Das ist. Jo! Alter, was war das für eine Action bei denen gerade? Das war eine Bowlingkugel erstmal. Ich glaub, der kann man doch gar kein Fußball spielen. Wenn du dagegen trittst, dein Fuß ist doch instant gebrochen. Deswegen hat der eine ganz geschrien. Leck mich aber. Jo! Nice. Okay, ey, jetzt ernst, okay? Okay. Was? Jetzt. Ah, Digi, was ist das, Alter? Yo! Guck mal, wie sie ihm aber noch so in den Fuß beißt. So von wegen, Junge, hör mal auf jetzt! Guck ihr Blick jetzt, warte. Er ist okay, okay! Dieser Sound! Okay, ein Biss. Ey, das sieht real aus wie meine Katze, nur andere Farbe. Was? Okay. Ist das Pizza? Cinnamon Rolls, würde ich sagen. Jo, Alter. Was geht mit dem? Jo! Was? Warum hat er den angegeben? Junge, mich voll erschreckt. Ich frag mich, warum die Kameras einfach genau in dem Moment immer ausgehen. Geht Toilette. Was macht er? Warum? Nein. Nein. Warum? Was ein 31er? Der macht's einfach aus. Er ist ein Kürbis. Okay, wer jetzt lacht, Digga, der muss. Wer jetzt lacht, Digga. Ja. Muss einmal zugeben, dass er fetter als der andere ist. Das wäre gelogen, wenn ich sage. Oh! Hab's genommen. Mal sehen, was wir heute bauen. So, Digga, mach mal mit, wir sind gleich. Ja, okay. Nach der Aufnahme. Ja, okay, aber so richtig weiter. Eindeutig so und ja. Sagen. Ready? 3, 2, 1, go. Geh cool, Alter. Die Tag ist ja auch so. Best forever. Fuck.
Schöner Song, oder? Ja, mega. Ich mag den auch. Was der so bedeutet vielleicht auch, ist geil. Ja. Voll deep. Die Noten, gut getroffen. Jetzt. Einfach schön. Ja. Boah. Es ist so dumm. Alter, du bist immer so schadenfroh, ne? Ich bin aus. Ich hab nicht gelacht wegen dem, sondern wegen dem Skateboarder im Vordergrund. Why the fuck you lying? Die klatscht Sweaten auf den Boden. Bruh. Alter, wie klein. Lol. Boah. Alter, wieso menschliche Zähne? Hä? Jo. Wieso menschliche Zähne? Hast du nicht gesehen, wie... Ja, unsere Zähne sind noch viel größer, du Spaß. Ja, aber es sieht voll... Weiter. Jo, Alter. Oh. Oh, was? Ah, okay, das ist animiert, Alter. Oder? Nee. Alter, stell dir mal vor, Digga, du gehst auf Toilette nachts und dann... Krass, Digga. Stell dir vor, du gehst nachts auf Toilette, Digga. Okay, wenn du jetzt lachst, dann bist du der Fettere, okay? Okay. 3, 2, 1, go. Ja! Ja! Easy, Digga. Und ich return. Ey, Mann. Ja, Mann, du bist so... Was bist du? Mann, meine ganze Hose ist nass erstmal. Und, du bist? Ich hab die neue und die ist jetzt nass. Mhm. Und du bist? Ja, Fetter von Bein. Nein, ich hab's nicht gehört, Digga. No, ich hab's Fetter von Bein. Ja, kurz, ich komm's nicht ganz an. Ja, Fetter von Bein. Ja, vielleicht mal Frikadelle aus dem Mund, kurz. Danke! Ich bin der Fettere von uns beiden. Richtig! Weiter geht's. Tschüss! Jo, wow. Digga, die ist direkt da, ey. So ein Ding. Oh, Alter. Komm, das fliegt weg. Es wird wegfliegen. Es wird wegfliegen. Ne? Was ist das? Hast du gesehen? Ist er behindert? Hast du es gesehen? Was hat er da gemacht? Auf der Rückseite war einfach so ein Ding, womit du aufmachen kannst. Warum? Lecker. Ah, lecker Käse. Das ist gar kein Käse, das ist ein Cruncher. Bra, Alter, das Auto. Wibbly-Sing, Digga. Fährt noch. Jo, tschüss. Halbes Auto freckt. Alter. Jo, Alter. Die Playstation. Das ist gut. Geil. Was ist das für ein Motor? Junge! Tschüss! Umweltverschmutzung gleich noch. Weltfrieden! Hä? Spiele jetzt War Thunder, das Fahrzeug-Action-Game der nächsten Generation. Raytracing, realistische Wolken. Juckt niemand. Hä? Oha! Digga, die denkt sich auch nur so. Was ist das? Njo, njo. Das bist du als Kind! Guck! Daniel! Was will der machen? So mit Stab da drüber? Er springt irgendwie. Oh! Ja, perfekt, Digga, das hat gut geklappt. Alter, die ist so eifersüchtig gewesen. Krass. Was machen die? Ist in der Schule irgendwas. Irgendwie Chemie ist da drin wohl. Und er. Oh, die zünden es an, die zünden es an. Oh! Alter! Digga, krank! Digga, die ist auch verletzt. Digga, was ist das? Das? Hä? Oh. Jo. Jo! Chill doch! Alter! Das ist aber fake, also wir haben niemals so Geräusche. Oh nein. Mega! Ey, geil! Alter, krasser Typ. Tobi!
zählt das eigentlich nur so next, weil nächste Woche Weihnachten ist, oder zählt das allgemein jetzt? Einmal leicht drauf. Oh, ich habe auch immer Tafel gemacht damals. Ich nicht, weil ich war kein Opfer. Kleiner Hund. Spaß, Digga. Ich war Klassensprecher, Digga. Ich habe voll, hab voll oft auch Tafel sauber gemacht. Boah, Alter, jo. Tschüss. Uff. Alter, was ist das? Hä? Oh nein, nicht dieser Imposter-Sound. Ach lol, guck mal, diesen Freunde. Maus und Frosch. Lol. Die sind im Club und er hat seinen Staubsauger dabei. What the fuck? Alter, das ist nice. Das ist gut. Okay, Segway. Warte mal! Er hat einen Waschbär in der Hand. Guck mal. Okay, ist ein Ei. Aber... Ach, Leute, das ist schon geschält, ne? Digga, das sieht aus wie bei meinem Vater, Digga. Mein Dad hat da oben auch nirgendwo. Alter, was ist das? Voll gut. Das ist geil. Was passiert jetzt? Ich hab mir geschaut. Was ist da? Ja, Alter, ja. Junge, was ist das für ein Lehrer? Der tritt einfach da auf und baut's kaputt, jo! Digga, die machen synchron! Ja, auf den Song habe ich mal getanzt. Okay. Und tschüss! Alter! Guck mal, die macht das, was Daniel nicht macht! Bruder, trainieren, Junge! Trainiere, du kleiner Hund! Guck's dir an, Sit-Ups, Junge! Bam! Okay, die machen wohl Latte Macchiato oder so. Hä? Was ist das für ein Tier? Ich weiß nicht. Alter, beweg dich! Was ist das für ein Tier? Ey Leute, schreibt in die Kommentare, was ist das für ein Tier? Beste. Warum bewegt er sich so krass? Ich wollte am Anfang sagen Braunbär, aber... Er bleibt so stehen! Das ist so extrem. Kennst du die Challenge mit dem Ei? Du hast noch nie Crossout gespielt? Dann ist es jetzt an der Zeit. Crossout ist ein kostenloses Actionspiel. Weg damit. Gewusst. Ja, das war... Getan. Dieser Blick. Alter, ich hab nichts getan. Ich bin traurig, Alter. Keine Ente. Das bin ich, wenn mir jemand Essen hinhält, Digga. Ja, Beste. Alter. Uh-oh. Wovon der Angst? Naja, er hat doch Schokolade. Ich wollte gerade sagen. Oh. Ey, Real Talk. Die heißen Lux oder so, glaube ich. Der Lux. Ich hätte einen so gerne. Aber weißt du, was krasse an diesen Katzen ist? Die essen richtiges Fleisch. Also du musst den Hähnchen Fleisch im Rewe und so kaufen, Digga. Das essen die. Alter. Das ist krank, aber krass. Ich finde die so schön, die Tiere. Hallo? Ah, geil. Legende, Alter, ich küsse deine Augen. Okay, ey, ab jetzt wirklich nochmal. Ohne Lachen, okay? Junge, noch ein, ey, noch ein letztes Mal. Noch ein letztes Mal ohne Lachen. Den hat, okay, ab jetzt. Oh, liegt da ein Leid? Nee, er lebt. Ist ein Maulwurf. Doch kein Mann. Doch, ist ein Maulwurf. Ja, was für... Oh, es ist kein Maulwurf. Alter. Moin, Meister. Oh nein. Digga, der Hund ist rein. Nur er nicht. Oh, scheiße. Oh. Boah, Leute, was waren das schon wieder für Clips am Start? Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ganz wichtig, schaut bei Unusual Memes vorbei, Leute. Auf dem Kanal gibt es einfach die witzigsten Videos von allen. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Link in... Ich bin an der Stelle auch raus, Leute. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, würde mich freuen. Und gerne auch einen Kommentar da lassen, Leute. Wie ihr wisst, ich lese mir die Kommentare immer gerne durch. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen euch noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.
bis zum nächsten Video, Leute. Peace.